Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Mompitz. Diesmal zusammen mit Frau Mompitz. Es ist soweit. Wir haben's geschafft. Ja, ihr habt ewig drauf gewartet, aber... Es ist soweit. Wir haben die Ergebnisse aus unserem kleinen Content, den wir hatten mit den Contenders Basketballboxen 2021. Ja. Ich wollte meinem Mann einfach mal zeigen, dass es sich überhaupt immer lohnt, für ihn zu sammeln, dass er eh kein Gespür dafür hat. Und ich sowieso die besseren Karten ziehe. Wir losen werden mit dem, was wir ausgegeben haben. Und er eigentlich das ganze Sammelzeug an den Nagel hängen kann. Aber wer das Video gesehen hat, es wird auf jeden Fall oben verlinkt, wird sehen, dass es echt ein ganz, ganz gute Boxen waren. Also unwahrscheinlich gut. Also unerwartet gut. Das stimmt. Ich hatte eine tolle Karte. Ich auch. Naja. Okay. Wollen wir mal gucken, wer hier den besten Deal hatte? Dann hauen wir raus, was du verkauft hast oder was du noch so... Dann hol mal Stifte und Papier und schreib mit. Okay. Haben wir da? Los geht's. Frau Mompitz. So, während du schreibst. Ich habe wirklich alles zu Geld gemacht, was ging. Ich habe das Base Set verkauft mit den Karten, die ich gezogen hatte, für 5 Euro. 5 Euro für dich? Das ist gut, das habe ich auch gemacht. Es war, wie gesagt, auch kein komplettes Base-Set, also die ganzen Base-Cards, Common, Uncommons und Semi-Stars, auch für 5 Euro. Also Gleichstand. Gleichstand. Dann ziehe ich mal nach eine Karte, die Carry, für 1 Euro. Eins für dich. Ich habe ähnlich viel Umsatz gemacht mit einer Zion Williamson, auch für 1 Euro. Das ist nicht ähnlich, es ist gleich. Dann habe ich die Smith für 1 Euro. Das Draft Class Insert für 1. Ich habe auch ein Insert verkauft für 1 Euro. Und zwar das Game Night Nikola Jokic Insert. Also noch steht es Gleichstand, ne? Also noch hat hier keiner die Nase vorn. Ja, wir werden es sehen. Ich komme jetzt mit einem Lot von 5 Karten für 2 Euro. Okay, schreiben wir auf. Ich habe ein Lot mit 4 Karten, also eine weniger, für 3 Euro. Oh. So, ich führe, ne? Okay, ich ziehe nach. Ein Zweierlot für 2 Euro. Ah, das waren die roten und die bronzene von Beal und Horford. Dann gehe ich mal mit. Oder aufschreiben. Ja, mit aufschreiben, stimmt, das ist recht. Ich will ja nicht bescheißen. Die Doncic für 1,50. Okay. Ich komme jetzt mit 3 Euro. Okay, 3 Euro für Zion und für Morant Base. Ja, da habe ich jetzt so weit in der Preisklasse nichts mehr. Dann mach mal einen Zwischenstand. Na gut. Ich habe jetzt die LeBron James für 5,50 Euro. Das leider ist nicht mehr geworden. Ist wirklich wenig, ja. Da hätte ich gedacht, dass man die schon für 8,9 verkaufen könnte. Also das war jetzt ernüchternd eigentlich. Aber sei es drum. Macht nichts. Und was kommt von dir? So, ich hätte jetzt... Na Moment, du hast nur noch deine Highcard? Ich habe nur meine Highcard. Dann mach mal Zwischenstand hier. So, Zwischenstand. 50... 11,50 zu 10, 12, 13, 14, 19,50. Also du führst mit 19 zu 11,50. Also du hast ein Plus von 8 Euro. Ja. Wo sind deine restlichen Karten? Ich habe mehr verkauft als du. Ich habe noch welche übrig. Ach, so machst du das. Macht nichts, aber wir sind nicht fertig. So, ich habe mich hier meine LeBron LaMelo Ball Jersey Karte. Ich habe auch LaMelo Ball, aber als Jersey. Ja, ich auch. Aber du hast noch den Weißen dabei. Genau. Ich muss sagen, ich habe auf mehr gehofft. Was hast du denn gehofft? Ja, schon dreistellig. So 120 Euro hätte ich gut gefunden. Puh. Okay. Ich würde jetzt denken, du warst so kurz vor dreistellig. Wenn du sagst dreistellig, dann bist du so 99, 98. Ja, 92 Euro. Also 92. Haben und nicht haben... Ist gut, aber... Dann rat mal, für wie viel meine rausgegangen ist, meine LaMelo Ball.
Ja, ich weiß ja schon, dass sie für mehr als 100 raus ist. Aber wie viel genau? Keine Ahnung. 103. Ach. So. Jetzt sehen wir, machen wir einen neuen Zwischenstand, ne? Also 50, die 114,50 für mich. Und du hast dann 111,50. So. Boah. Das sind gerade mal 3 Euro Unterschied. Das ist knapp. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich die ja auseinanderschneiden können. Hätte ich für die Hälfte 103 bekommen und für die andere nochmal extra. Dir ist schon bewusst, dass geschnittene Karten nichts mehr wert sind. Das haben sie in den 80er gemacht, da konnte man die Karten abtrennen, aber das war auch eine dumme Idee. Also, oder die Collector's Choice aus 96. Ja, aber wie kann es sein, dass eine einzelne, die da auch dabei ist, mit noch was on top weniger bringt? Wahrscheinlich, weil derjenige, der die gekauft hat, die nicht gesehen hat. Das ist aber der einzige Grund. Also, oder er mag die Warriors nicht. Er mag den Spieler nicht. Na, das spielt keine Rolle. Da gibt es viele Gründe. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in den Kommentaren rein. Die einzige Idee ist, du hast Dussel gehabt. Das ist auch eine Option. Ja gut, ganz knapp gewonnen. Aber ich muss sagen, ich habe Punkt für mich. Mehr zu Geld gemacht als du. Ich habe hier nämlich noch ganze 3 arme Kärtchen übrig. Also falls die noch jemand haben möchte und damit mich noch gewinnen lässt, gerne. Porto geht auf mich. Ach ja. Okay, das kann ich auch. Ich habe auch noch Karten übrig, wenn jemand was davon haben will. Nee, nicht nachmachen hier. Kann er gerne die bei mir noch bekommen, um meinen Vorsprung weiter auszubauen und oder ihre Aufholjagd zu stoppen. Die hast du alle nicht verkauft die bekommen. Ja, aber muss dazu sagen, die 2, Hampton und Warren, die habe ich auch gar nicht publik gemacht. Die sind sozusagen, die waren nie bei eBay. Warum? Weil ich die mag. Warum? Ich behalte die. Das ist meine PC. Warum? Private Collection. Was prädestiniert die dafür, dass du die sammelst? Ich mag die Spieler, die sind gut. RJ Hampton, Top Rookie, erst bei den Nuggets gedraftet, ist dann zu den Magics rüber und hat dann von seinen 6 Punkten pro Spiel, 2,5 Punkten pro Spiel auf 12 Punkten pro Spiel gesteigert. Und TJ Warren war leider letzte Saison und der wird auch wieder als durchstarten. Also, der Plan war, Boxen kaufen, die zu Geld machen. Der Plan war nicht, deine Sammlung mit Kleinkram zu erweitern. Ich habe doch jetzt auf E gewonnen. Das gibt Strafpunkte. Ich glaube genau 5 Euro. Ich habe A mehr verkauft und B hast du geschummelt und dich persönlich bereichert. Also, Challenge geht an Frau Mompitz. Wer derselben Meinung ist, dass Frau Mompitz eigentlich gewonnen hat, schreibt es in die Kommentare. Es ging ja darum, das meiste aus den Boxen zu holen. Da habe ich definitiv gewonnen. Weil du 2 behalten hast? Also ich würde dir den Punkt zugestehen, wenn du sagst, das meiste losgeworden zu sein. Den Punkt würdest du kriegen. Ja. Heißt, den Punkt hast du, ich habe den meisten Umsatz. Also wer die 2 hier auch noch haben will, nein, kann mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder ihr schreibt in die Kommentare, Mompitz, wieso behältst du den Quatsch? Das wäre auch in Ordnung. Nee, die behalte ich schon. Alles gut. Also ich bin schon ein bisschen frustriert, ne? Wieso? Ja, weil du nur mit Glück gewonnen hast, so sollte das nicht ausgehen. Ich habe die Top-Karte gezogen und mit super Umsatz gemacht. Aber hey, wie wär's denn damit? Wir haben es ja sozusagen ja unentschieden. Also ich habe den meisten Umsatz, du hast die meisten Karten. Du hattest Glück und du hattest Pech. Mein Verstand wurde nicht geschätzt. Okay. Wie wär's in der Revanche? Revanche der Revanche wegen oder Revanche, weil du wieder hoffst, was für dich abgreifen zu können? Ich antworte mal mit ja. Super. Okay. Wie stellst du es dir vor? Wie wäre es, wenn wir nochmal 2 andere Boxen aufmachen? Und sozusagen das gleiche nochmal probieren? Mhm. Vielleicht vorher die Regeln genauer festlegen. Zum Beispiel lasse ich jetzt mal was vorbereitet, wie jetzt hier
Ach, du hast mal was vorbereitet. Ja. Für den Fall, ich hätte verloren. Hat dir irgendjemand erlaubt, nochmal Boxen zu kaufen? Natürlich. Mein Gewissen. Dein Gewissen? Ja. Okay, du schläfst in der Badewanne. Ich nehme die Couch. Du hast mal was vorbereitet. Ja. Panini Mosaik 1920. Also okay, sozusagen jetzt ein Jahr vor den Contenders. Hast dich in Unkosten gestürzt? Nö. War ein nice price. War nicht so. Okay. Wie stellst du es dir vor? Okay, wir machen es so. Wir breaken es wieder, wie letztes Mal auch. Die Boxen nacheinander, bisschen parallel. Wir gucken dann, aber diesmal setzen wir die Karten gesamt, also an einem Tag bei eBay rein. Nicht bei Kleinanzeigen und nicht in den Facebook-WhatsApp-Gruppen. Und sozusagen, dass die gleichen Leute gucken können. Genau, die gleichen Leute zur gleichen Zeit. Dass das nicht irgendwie jetzt Mittwoch die einen, Donnerstag die anderen, sondern wie auch immer, ist dann so, dass das alles dann an einem Tag. Das heißt, ich muss mit dir nochmal so ein Breakdown-Video machen? Wenn du gewinnen willst, ja. Na gut, okay. Dann wisst ihr, was euch beim nächsten Video erwartet. Genau. Zwei Boxen Mosaik im Battle. Aber hallo. Dann war's das für die Woche. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Lasst einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, dass er die Battle nicht verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.